Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Auch hier wieder zu Let's Play Crusader Kings 2 nach einigen Monaten Pause. Ich habe dazu schon einiges im letzten Oriental Empires Part gesagt. Deswegen, ja, denke ich mal, lassen wir es dabei. Wer das nicht gesehen hat, kann das einfach nachholen. Auf jeden Fall sind wir wieder hier in unserem schönen Mecklenburg mit unserer Gräfin Charlotte von Mecklenburg. Und genießen erstmal den schönen Anblick und dass wir unser Reich, ja, vereint haben. Und es letztendlich doch in letzter Zeit ziemlich gut lief bei uns. Wobei natürlich unser Cousin immer noch der Herzog ist. Stimmt. Das wollten wir, glaube ich, noch wieder haben. Da war noch irgendwas. Ich erinnere mich. Also haben wir so nicht ganz wieder, aber immerhin schon etwas. Das wollte ich nachgucken. Ich wollte das nachgucken, ja. Und zwar, ja, nee, gut. Gut, ja, wir sind auf jeden Fall noch im Krieg mit Venedig. Beziehungsweise unser Kaiser, Gebhard, der 16 ist. Und den 65-Jährigen antritt. Auch nicht schlecht. Er soll mal machen, ohne uns. Wir werden unsere tollen Soldaten für sowas Sinnloses nicht opfern. Zirkel, ja. Man sieht, dass es wieder einige Updates gab und weiß ich nicht, was alles. Und wunderbar, ja, können unsere Technologiestufe noch nicht erhöhen, aber haben wir mal ein paar Punkte bekommen. Das ist erfreulich. Also unsere diplomatischen Beziehungen. Kärnten. Also beim Kaiser, okay. Ja. Macht mal schön weiter, Jungs. Wunderbar. Ansonsten gucken wir uns mal ein bisschen die Welt an. Ja, England ist immer noch. England halt. Dreht ein bisschen durch, aber sonst. Hier hinten kommen die Kumania. Okay. Was macht Indien so? Ja, ein bisschen zerstückelt, aber sonst. Ja, das Heilige Reich immer noch sehr, sehr groß. Wenn hier unten immer noch eine Revolte am Laufen ist. Naja. Diese Weltpolitik betrifft uns ja jetzt eher weniger. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch wieder freut, dass es endlich weitergeht, auch hier. Immerhin schon im 10. Part. Langsam aber sicher geht es vorwärts. Tja, wir sind fast im Jahr 1196. Und ja, die Stimme will nicht so hundertprozentig. Ja, das Husten hilft auch nicht. Aber egal, müssen wir jetzt durch. Man hätte vorher auch was trinken können, aber nein. Man war ja so motiviert, direkt aufzunehmen. Sehr gut durchdacht. Was könnten wir eigentlich so machen? Was haben wir denn hier? Nein. Ja, ein Ablass von Sinn brauchen wir nicht kaufen, wir haben keine Sinn. Meine verschlechtert sich das nicht so toll. Der Bürgermeister von Leipzig möchte unser Cousin, den Herzog, umbringen. Das finden wir gut, unterstützen wir ja auch. Das ja, können wir auch nur gut heißen, sowas. Allgemein so. Bei unserem Haus. Wie sieht es eigentlich so aus? Ja, sollte ich dann Baum vielleicht mal groß machen. Tja, unsere Tochter. Oh, wir sind schwanger. Schön. Sophie, dann haben wir noch Karl hier. Okay. Die Stammlinie ist relativ klein. Die Nebenlinien gehen noch relativ erfolgreich weiter. Ja. Auch wenn es hier alles Töchter sind. Der Herzog hat natürlich Söhne, unser Cousin, das ist natürlich nicht ganz so toll. Ja, die eigentlich als Mann. Typen von Riege. Okay. Und wir eine Meinungsverbesserung, das ist schön zu wissen. Krieg hier unten, ja, läuft nur so ein bisschen. Ein kleines bisschen für unseren Kaiser. Wir haben relativ viel Geld, machen relativ gutes Plus.
Das Verwandte, ja, hat jetzt natürlich geschadet, das ist 16 geworden, okay. Was können wir hier ausbauen? Burgwerft, ja, nee. Das bringt nicht so wirklich, das wissen wir auch nicht zum Ausbauen. Hier auch nicht. Sind Werde aus? Nein, nein. Durch mit Festigung. Eher nicht. Ja gut, unser Sohn hat hier zu sagen. Ach komm, wisst ihr was? Durch mit Festigung ist okay. Machen wir einfach mal. Wie viele Truppen können wir momentan haben? 1691 kann er hier haben. 1470 nur, das ist interessant. Er hat nur nicht Angriffspakte. Was verbündet haben wir nochmal? König von Norwegen und den Herzog von Ostland. Wir haben einen Sohn bekommen. Boleslav. Ja, das ist ein schöner slawischer Name, können wir mal machen. Oh, meine Wehen waren schlimm und ich fürchte, dass es mir nicht gut geht. Die Hebammen sehen sehr besorgt aus und ich fühle mich schrecklich schwach. Ich muss so die gesegnete Jungfrau beten. Der wohl, der wir erhalten Lungenpest. Ja, die Geburt ist uns nicht gut bekommen. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön, haben wir eigentlich einen Anspruch gegen den Typen. Ja, wir könnten Mecklenburg beanspruchen. Das wiederum ist sehr interessant. Wie sieht's eigentlich aus mit Söldnern? Mit theoretisch Schwäche, wobei wir relativ wenig Geld haben. Naja, dann war das mit der Dings. Eben mit der Kirchenbefestigung vielleicht doch nicht die richtige Idee, allerdings. Da ist der Bischof. Ein Auge auf uns geworfen. Ja, wir besitzen ihn mal. Wir, Charlotte, wir können uns hier jeden Typen. Stimmt, ich glaube, wir wollten tatsächlich den Typen nicht wieder klären. Machen wir einfach mal. Überanspruch Mecklenburg, auf geht's. Die hinten ein bisschen doof gelegen. Ja. Die liegt tatsächlich wild. So. Wir haben auf jeden Fall mal mehr Truppen, das ist erfreulich. Tja, wir haben es ordentlich mit dem Bischof getrieben. Sehr schön. So, Jungs, hier sind ein paar Anführern. Ja gut, nein, du solltest vielleicht in der Mitte bleiben. Wir selbst, wir führen auch einfach mal an, hat der Lungenpest und uns geht's relativ mies, aber das ist uns doch egal. Wie ist mit dem Rosseron anschließend? Kommst du zu uns, das ist okay. Nochmal die Geschwindigkeit um einen draufsetzen. So, greifen mal an. Gucken mal, wie es läuft, auf unsere rechte Flanke nicht besetzt ist. Super Gegner ist auch in die Mitte besetzt. Und wir gewinnen ziemlich deutlich. Das ist doch sehr, sehr schön. Na gut. Ich will mal noch ein paar Befehlshaber nennen. Unser Lehrer, ja, mit dem wir es auch getrieben haben. Und man kann es auch mal zum Befehlshaber machen, das ist in Ordnung. Nachfolgende Unierung ist relativ einfach. Nicht so viel. Gut, wir haben die Schlacht gewonnen. Auf geht's nach Rostock. Oh mein Gott. Und da sterben wir eiskalt. Ja. König von Charlotte hat den Geist aufgegeben im Alter von 35 Jahren. Sie starb an Pneumonie. Charlotte war von Neid erfüllt und begehrte stets des Hauptes und Gut anderer. Für diese abscheulichen Sünden wird sie im Jenseits sicherlich büßen müssen. Naja, das würde ich bezweifeln. Ich würde sagen, sie war eine glorreiche Anführerin und hat ihren recht kurzen Leben doch sehr viel für die Stammlinie des Hauses Nidlod hier im Spiel rausgeholt, muss man ehrlich so sagen. Und ja, Graf Karl ist der Nachfolger. Wir sind jetzt Graf Karl. So, müssen wir neue Aufgaben hier verteilen. Aber ich habe besseren Kanzler mit einem besseren, ja. Besser weiter Beziehung zum Kaiser. Oha, 20er. Marschall, das ist sehr schön. Ich darf weiter Truppen ausbilden. 20er Verwalter, was geht denn ab? Darf mal Steuern eintreiben.
Studentenfehler darf man integrieren. 19er Bischof, Alter, wir haben hier einen Rat, das ist ja der Wahnsinn. Der darf ein bisschen Kulturtechnologie erforschen. Auch mal Mecklenburg. Gut. Nur ein Problem, dadurch, dass wir gestorben sind, ist einfach der Krieg vorbei. So wie ich das sehe. Und das ist natürlich sehr blöd gelaufen, muss man mal ehrlich zugeben. Das ist extrem dumm gelaufen. Aber wir können jetzt wieder den Krieg erklären. Ja, dann erkläre ich doch meinen Krieg. Unabhängigkeit. Ja, die Unabhängigkeit will ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ich möchte eher seinen Titel haben. Tja, das wird aber doch mal unser Rat noch eine andere Aufgabe geben. Ja gut, das können wir jetzt natürlich nicht. Zum 11. August. Das ist jetzt echt doof gelaufen. So schön den Krieg gewinnen und da sterben wir einfach und damit hat sich der Krieg erledigt und jetzt kann es hier Ewigkeiten dauern. Dass wir überhaupt einen Anspruch haben. Einen neuen. Ungünstig, sehr, sehr ungünstig. Auch interessant, dass unsere Schwester es nicht geworden ist. Obwohl wir sie eigentlich nominiert hatten. Normalerweise sollte das eigentlich kein Problem sein. Garage von Rügen. Beziehungsweise Mecklenburg und so weiter und so fort. Wir haben einen schwachen Anspruch. Oh, das ist Herzogtum zu Mecklenburg. Und warum können wir das da nicht einfordern? Das ist eine sehr gute Frage. Egal. Was sagt unser Geld? Ja, nicht mal ganz so viel plus, aber immerhin noch etwas. Wir haben schon längst September. Werden wir doch Ansprüche figieren. Gut, dass ich mich verklicke, das ist auch schön. So, auf geht's. Ja, also unser Rätenführer und unser Kanzler schwächen etwas, wenn man hier mal die anderen Kollegen in unserem Rat bewundert. Naja, ansonsten läuft es aktuell ziemlich viel vor der Kaiser inzwischen und diesen Krieg gegen Venedig. Das ist auch ganz nett. Sonst was mit den Typen hier von Lübeck. Graf Heinrich von Lübeck. Ja, Lübeck wäre natürlich auch ein rein interessantes Ziel, denke ich. Ist halt tatsächlich. Wie viel Prestige hat unser Haus eigentlich? 99, wow. Knapp. An der 100 bis jetzt gescheitert, aber das wird sicherlich noch. Ja, ein paar unwichtige Nachrichten, das sind jetzt sehr weniger. Hier sind auch irgendwelche anderen internen Krieger am Laufen. Naja, wir können ja theoretisch schon mal eine Frau für Zukunft aufnehmen, wenn wir so 8 Jahre alt sind und gerecht sind. Tja, wen haben wir denn hier so? Welche Prinzessin? Prinzessin Böhmen. Das ist im Heiligen Römischen Reich, ja. Ist auch nicht gütig, ehrlich. Ein Feigling, ja. Würde sagen, die können wir ruhig mal nehmen. Damit wir ein Bündnis letztendlich mit den Kaiser schließen können, das wäre ein gutes Ziel. Ja, sind wir erstmal an die Heirat, das ist okay. Naja, und wenn wir verheiratet sind, dann kriegen wir vielleicht nicht ein Angriffspakt hin, vielleicht auch ein Bündnis. Das wäre sehr lustig und sehr hilfreich auf jeden Fall. Ansonsten technologisch, ja. Toll, noch nicht verwirrt. Ja, es gibt keine Fraktionen. Gibt immer noch gegen Papst. Und einer ist unserem Rat gestorben, unser Verwalter. Jetzt haben wir noch einen 14er, nicht ganz so toll, aber gut. Er darf immer noch Steuern eintreiben, würde ich sagen. Und ja, mit dieser Entscheidung würde ich sagen, halt nein. Wir ernennen noch einen neuen Erben. Nein, das ist die Nachricht, dass wir keinen Erben haben. Ja, das weiß ich selbst. Ja, wie es aber weitergeht hier,
würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.